Solidarität statt Ellenbogen. Die SPD im Kreis Tübingen ist ins neue Jahr gestartet und das soll, ganz in der Rückbesinnung auf die Ursprünge der Sozialdemokraten, im Zeichen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, des Miteinanders, kurz der Solidarität stehen. Entsprechend stimmten sich die Genossinnen und Genossen des Kreisverbandes des Ortsvereins Mössingen in der Aula der Friedrich-List-Gemeinschaftsschule auf 2020 ein. Die SPD hat mit 2019 kein ganz einfaches Jahr hinter sich gelassen. Stichwort Europa- und Kommunalwahlen. Umso mehr Hoffnungen und Wünsche stehen bei den Sozialdemokraten zu Beginn des neuen Jahres im Raum. Ich wünsche uns die Kraft, dass wir versuchen, die Spaltungen in dieser Gesellschaft aufzubrechen und dafür zu sorgen, dass Menschen im Dialog bleiben, im Gespräch bleiben und nicht Sprachlosigkeit und Abgrenzung, Blasenbildung diese Gesellschaft beherrscht. Und ich wünsche uns allen den Mut, unsere Demokratie zu verteidigen, dort, wo das notwendig ist. Und ich befürchte, dass das auch im Jahr 2020 leider an einigen Stellen notwendig sein wird. Ich wünsche uns allen Frieden. Ich glaube, da muss ich nicht viel dazu sagen angesichts der derzeitigen Lage. Die SPD als, Zitat, Partei der Zukunftshoffnungen. Engagiert, optimistisch, solidarisch. Ein Motto, das sich auch die Gastrednerin des Abends, die Präsidentin des Sozialverbandes VDK und mehrfache paralympische Goldmedaillenträgerin Verena Bentele auf die Fahne geschrieben hat. Sie möchte mit ihrem Verband einiges erreichen in 2020. Als Sozialverband VDK haben wir gerade eine große Kampagne, unsere Kampagne mit dem Namen Hashtag, also passen Sie auf, der VDK arbeitet inzwischen auch mit Hashtags, so hip sind wir jetzt schon, Hashtag Rente für alle. Und diese Kampagne will genau das erreichen, nämlich eine Rentenversicherung für alle, in die alle einzahlen, alle Selbstständigen, Freiberufler, Beamtinnen und Beamten, Politikerinnen und Politiker und natürlich auch alle, die bis jetzt schon einzahlen. Unser Systemwechsel wäre ein richtig großer, aber auch ein notwendiger. Und Visionen finde ich immer noch in der Politik was ganz, ganz Wichtiges als Antrieb, als Motor, um wirklich Veränderungen zu erzeugen und über Grenzen hinauszudenken. Allerdings müsste zum Denken auch das Handeln hinzukommen. Denn ohne Engagement kein Wandel und erst recht keine Verbesserung in keinem Bereich. Wer mehr nach den Kosten als nach den Möglichkeiten fragt, dem muss ich sagen, dann warte mal ab, weil in einigen Jahren oder vielleicht auch schon jetzt bist du vielleicht selber froh, wenn du Barrierefreiheit hast und wenn du Bedingungen hast, in denen sich auch um dich andere Menschen ein bisschen kümmern, sorgen und für dich da sind. Der beste Zeitpunkt, sich zu engagieren, sei immer noch jetzt, solange man noch etwas verändern könne, so Bentele. Und nicht erst, wenn man bereits in der Klemme stecke, auch wenn man das natürlich keinem im neuen Jahr wünsche.